Was soll, Leute, hier ist wieder Draglines mit Let's Suicide Dark Souls. Ich weiß nicht, was ich damit habe. Ich mache irgendwie nur noch 25 Minuten Parts. Völlig unabsichtlich. Immer 25 Minuten. Naja, wir sind jetzt hier im Wald. Und haben nur einen Weg zu gehen. Was ist das? Es peitscht. Hält ein paar Schläge aus. Sieht aber nicht so blöd aus für mich. Nun gut. Ein NPC rödelt. Muss gerade mit der Aufnahme klarkommen. Finsterwortsgarten. Zwei Wege. Okay. Wir müssen noch sehen, was wir hier haben. Roter Moosklumpen. Blutroter. Da oben haben wir eine Seele. Nee, da oben. Und da hinten auch. Kann es sein, dass da rechts neben mir einer im Boden steckt? Der hat denselben Kopf wie das, was da im Boden ist. Komm schon, es will mich doch erschrecken. Wenn ich da jetzt hingehe, springt es raus, hä? Wetten? Das sieht so komisch aus. Ich wusste es! Wenigstens habe ich ihm nicht die Genugtuung gegeben, mich erschrecken zu können. Hm. Tut mir leid, es funktioniert so nicht. 100 geben die. Das sind aber leichte 100, soweit ich das bis jetzt sehe. Also so wie ich das bis jetzt sehe. Hm. Hm. Dort haben wir einen Weg und hier haben wir ein Tor. Diese Vorrichtung ist verschlossen. Warte mal. Ihr wollt mich doch. Ist das eine illusionäre Wand, hä? Wow. Geschickt eingefädelt, muss ich schon sagen. So, wir verlassen es erstmal. In Ordnung. Dann können wir ja gerne gucken, was wir hier haben. Hm. Eine Nebelwand, ein Huster, der sich anbahnt. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. 3. Sie kommen aber nicht alle 3. Okay. Kann ich sie eigentlich aufstechen? Sieht nicht so aus. Nun gut, dann sei es so. Lila Moosklumpen. Sie haben mehrere Moosklumpensorten. Okay, der dritte trifft schon nicht. In Ordnung. Wieder einer weg. Wenn ich das nehme, wären sie alle 3 aufgesprungen und hätten mich umzingelt. Ha? So läuft das Spiel doch. Treffen wir noch gut. Dann nehme ich es halt. Sag ich doch, dass das passiert wäre. Wieder eine geschickte Falle der Entwickler. So. Blutroter Moosklumpen. Boss oder nicht Boss? Das ist hier die Frage. Nicht Boss, oder? Ich sehe hier keine Gegner. Wäre aber nicht gerade eine Bosskampfgegend, oder? Ah, ich sehe dich. Ich sagte, ich sehe dich. Danke, dass du auch die Güte hast. Okay, während der Schüttelanimation sind sie unertastbar. Gut zu wissen. Okay. Ich will wirklich wissen. Nee, man kann sie definitiv nicht aufspießen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder keinen Winkel hatte dafür. Also gehe ich mal davon aus, dass man es nicht kann. Das sind Schlangen. Was bist du? Ich bin vergiftet. Drecksding. Was bewachst du, eine Partisane?
Ah, ich gehe zum Leuchtfeuer zurück. Screw this. Ich bin weg. Das ist kein schwaches Gift. Es scheint mir mehr zu ziehen, glaube ich. Ich nehme mal das hier, nur um sicher zu gehen. Wird hier eh gleich wieder aufgefüllt. So. Dann frage ich mich bloß. Diese drei Fallen, ich nenne sie einfach mal Sprösslinge. Während die noch weiter auf mich warten? Warte mal auf. Ich will aufsteigen. Ich drücke zu schnell. So ein Dreck. Das geht sogar. Ich mache nochmal Leben. Ein paar mehr TP. Kann doch nicht schaden. So. An das Tor komme ich nicht. Und hier geht's weiter. Ich schätze mal, wir gehen dann erstmal diesen Weg. Die sind da. Alle drei. Was macht der da? Das sah so. Das sieht so aus, als wollte er mich greifen. Oh Gott. Ein Kampf gegen alle drei, das packe ich nicht. Also vielleicht so. Na? Was? Lass mich los! Lass mich los! Das macht man doch nicht! Mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Du kannst mich nicht einfach knuddeln. Meine Güte, was soll denn das? Willst du jetzt auspeitschen auch noch? So weit kommt's noch. Was ist denn jetzt mit dir? Was hast du bitte schön für Bedürfnisse? Hör auf! Du knuddelst mich nicht. Darfst du nicht. Du auch nicht. Meine Herren, was sind denn das für Manieren? Mein Estes. Wir wollen mal sehen, ob ich das besser hinkriegen kann. Das geht ja so nicht. Alter. Erstmal trittieren und dann... Was? Ist das... Das ist keine Seele, oder? Nee, das ist keine Seele. Also Seele, so... Drop von einem random toten Typ, meine ich. Ausrüstung reparieren, kann ich da vielleicht sogar was? Für 14 Seelen. Ja, wir machen es einfach mal. Sicher ist sicher bei allem, was wir so benutzen. Vor allen Dingen bei dem Schild. Der hat es nötig gehabt und kriegt ja auch am meisten ab. Naja. Hüllenschild. Bisher habe ich ja noch nichts Besseres. Ja. Solange du mich nicht knuddelst, ist es erlaubt, dich mir zu nähern. Aber nur für den Zweck, dass ich dich töten kann. Ich denke jetzt jedes Mal, der will mich knuddeln. Was für böse Sprösslinge. Die Sprösslinge der Hölle. Sie knuddeln nicht tot. Der hat schon wieder versucht. Naja. Sie haben ja immerhin ein spiky Design. Fast so spiky wie Clouds Haare. Bam, 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 bam. Wer Cloud nicht kennt, ihr seht ihn in A, Final Fantasy. Oder B, in Kingdom Hearts 2, was ich Let's Played habe. Da hat er auch ein paar Gastauftritte. Da links will ich nicht mehr rein. Habe ich jetzt das Item. Na? Erstmal ein bisschen Ausdauer. Du knuddelst mich nicht. Vergiss es. Du knuddelst mich nicht. Ich will nicht, dass sie mich knuddeln. Ist aber auch, glaube ich, gerechtfertigt. Dieser Wunsch von mir, nicht geknuddelt zu werden. Ich sehe es. Sieh, ja! Ich habe dich fast aus der Ferne gesehen. Und du vergiftest mich nicht. Hörst du, Vieh? Okay, mal sehen, was haben wir hier? Okay. Ein starker Gegner, der wahrscheinlich nicht respawnt. Was macht er da? Das ist unfair! Du kannst mich doch nicht einfach so lahm machen, wie du selbst bist.
Der hat mich verlangsamt. Ich stehe unter seinen Bann. Fakt ist, gegen ihn bringt das jetzt nicht unbedingt den größten Nachteil der Welt, weil er selbst irre lahm ist. Aber wenn da noch zusätzliche Viecher sind, habe ich kaum eine Chance. Das sehe ich. Das sehe ich. Mal sehen. Ja, kein Glockenturm. Seht ihr, was ich sehe? Hockt da ein riesiger, funkelnder Schmetterling. Da braucht man nicht viel, um das zu erkennen, was hier auf uns wartet. Ich probiere es einfach mal. Trial and Error, Leute. Trial and Error. Was ist das für eine Musik? Ich kann ihn so nicht treffen. Ich habe keine Pfeile. Sollte man diesen Kampf etwa nicht ohne Pfeile machen wollen? What the? Ich habe abgewehrt. Oh mein Gott. Der hat eine zu hohe magische Angriffsrate. Und ich komme nicht dazu, ihn anzugreifen. Was ist los mit dir? Mondlichtschmetterling. Das zieht mir alles so viel ab. Aber ich kann dem ausweichen. Wenigstens der heftigen Attacke. Nur was bringt mir das, wenn ich ihn nicht angreifen kann? Ich habe nichts, was auf Fernkampf ausgeht gerade. Ich glaube, meine gesammelten Seelen sind verloren. Ich habe jetzt schon kaum noch Estes. Okay. Kommt der gerade? Der kommt ran? Okay. Ich fühle einfach, dass ich hier weg will. Mann, so wenig, wie ich ihm geschadet habe. Ich bin kein Gegner für das Vieh. Das sieht man. Uiuiui. Was? Sind die Dinger noch bis dahinter geflogen? Aber ich kann ihn damit kaum treffen. Nee, sollte nicht gehen. Der Mondlichtschmetterling. Entweder einen Bogen oder was anderes. Aber ich komme gegen dich nicht gut klar. Ich bräuchte mehr Magieresistenz, so wie ich das sehe. Komm ran hier. Ich hoffe ja, dass er die andere Attacke macht, damit ich da ausweichen kann, weil die hier wird mich gleich töten. Obwohl ich sie abwehre. Ich brauche wirklich mehr Magieabwehr. Ja, sie hat mich getötet, obwohl ich sie abgewehrt habe. War vorauszusehen. Und jetzt kommt er ran. Mit dem Drachenschwert vielleicht. Aber ich sträube mich davor, es sofort zu benutzen. Nein. Ich würde das jetzt einfach mal so sein lassen. Ach, es gibt doch einen roten Tränensteinring. Wir haben ja den blauen. Hat unsere Verteidigung jetzt aber nicht sehr viel erhöht, als wir tot waren. Also, als wir fast tot waren. Ja. Wir hatten ja noch einen anderen Weg, den ich gerne gehen will. Was? Seht ihr das da hinten? Das sind meine Seelen. Da hinten waren wir also. Beziehungsweise da oben. Es ist doch eine Seele von einem... von der Leiche hier. Ist schon lustig, wie das alles zusammenhängt. Dass ich meine Seelen, die ich jetzt nicht bekommen kann, weil sie hinter einer Bosswand sind, nicht zurückbekommen kann jetzt. Aber trotzdem sie die ganze Zeit sehe. Mann. Da ist also der Punkt, wo du rausspringst. Du wärst direkt von hinten gekommen. Ein richtiger Analritter. Dieser Moosklump mit Blumen. Das ist schon das dritte verschiedene Item, was ich von euch kriege. Hui, hui. Nicht knuddeln. Plündern. Lila Moosklumpen. Na gut. Was haben wir da noch? Na, da kommt noch einer. Genau du da.
Ich habe auf dich gewartet. Komm her. Nicht auspeitschen, nicht knuddeln. Du musst neu erzogen werden. Dir fehlen Manieren, eindeutig. Eindeutig, zweideutig, dreideutig, vierdeutig. Fünfdeutig, sechsdeutig, siebendeutig, achtdeutig, neundeutig, zehndeutig. Was mache ich hier? Na gut, ich dachte schon, hier geht's nicht weiter. Okay. Sieht aber nicht unbedingt nach der sichersten Gegend aus, muss ich schon sagen. Da unten haben wir Seelen. Da oben haben wir irgendwas. Was ist das da oben? Hier haben wir nichts. Das ist irgendein Vieh. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Was auch immer du bist. Funkeltitanit. Titaniten sind verschmieden. Offenbar ein Funkeltitanit. Vielleicht für magische Waffen. Oder Waffen magisch machen. Kann ich mein Chromsäbel vielleicht zu einer Magiewaffe machen? Wie sieht's aus? Zwei Wege. Hier oben gibt's eine Seele. Da will ich also zuerst lang. Der führt doch unweigerlich auf den zweiten, so wie ich das sah. Lederrüstung, Handschuhe, Stiefel. Moment, erstmal auf erstes Zeug. Langbogen, Federpfeil. Oh. Langbogen? Ich habe einen Kurzbogen. Über kurz oder lang? Haha. Geiler Wortwitz. Nein. Über kurz oder lang wird der Kurzbogen auch zu schwach, denke ich. Ich glaube mal, mit dem Langbogen kann ich jetzt ein bisschen mehr Schaden rauskloppeln. Was haben wir hier? Da geht's auch weiter. Ein silberner Ritter? Oder wie? Gab's da auch eine Bronze- und eine Goldritter? Hui. Kann ich gegen den überhaupt bestehen? Ich würde mal auf Ja tippen. Hui, der hat einen Angriff drauf. Wieder dieses typische Silber- und Schwarzrittergeräusch. Wow. Du kriegst erstmal den hier ab. Vielleicht kann ich ihn sogar runterschleudern. Ich will ein bisschen mehr Ausdauer. Mist. Komm schon. Kann ich? Genau das wollte ich. Währenddessen kann ich mich heilen. So. Okay. Gegen die Ritters habe ich es rauszukämpfen. Ritters. Rittersport hier. Das ist mein Morgensport. Komm schon. Noch ein paar Sit-Ups, bevor ich dich töte. Ha? Und gleich sterbe ich. Vom Rand gefallen oder so. Aber bis jetzt sieht es ja gut aus. Hui. Okay. Mist. Nicht überheblich werden. Nur noch ein Schlag. Ich sehe sein Leben nicht mal mehr. So wenig ist das. Okay. Wir haben es geschafft. Blauer Brocken. 1800. Wow. Der soll also stärker als die dunklen Ritter gewesen sein. Vielleicht wegen der Lanze, aber ich fand's jetzt nicht. Huch. Was haben wir hier? Graswappenschild. Ich guck mal. Graswappenschild 62. Der hat mehr Magieabwehr. Was hat meiner denn da? 30, 42. Macht das jetzt so viel aus? Aber vom physischen her schlechter. Die Haltung ist auch schlechter. Haltung macht, glaube ich, aus, wie viel Ausdauer ich verliere, während ich den Schild, also mit dem Schild eine Attacke abwehre. Als Magieschild? Oh, ein Dings. Leuchtfeuer, genau so heißt es. Okay. Also wenn ich gegen den Mondlichtschmetterling kämpfe, wäre, glaube ich, dieser Graswappenschild im Moment meine erste Wahl. Mehr habe ich auch nicht. Nun gut.
Was haben wir hier noch? Und einmal ziehen. Und ich würde mal sagen, weil wir, glaube ich, schon wieder in die Überlänge abstreifen. Was uns hier erwartet, was da hochgezogen wird, sehen wir im nächsten Part von Let's Suicide Dark Souls. Ich bin Drag Linus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Ciao.